Herzlich willkommen zu einem neuen Film um nichts. Heute ohne Mütze. Wir sind im Modellbahnkeller gelandet, zufälligerweise. Also haben wir uns hier vorgefunden wieder. Also hatten die, plötzlich waren wir da. Und heute haben wir die Idee, einen Pico-Rollwagen, Baureihe 38, einen neuen Motor einzubauen. Und vielleicht schaffen wir das noch, die zu digitalisieren. Viel Spaß dabei. Heute ist Ben Heu wieder da. Mahlzeit. Und Ben Heu bastelt gerade hier so an einem AB-Mod die Treppen schwarz. Stralsund, Leipzig Hauptbahnhof. So sieht das viel besser aus hier mit den schwarzen Treppen hier. Wir hatten ja erst gedacht, dass wir hier so das ausschließlich analog betreiben, aber irgendwie macht das mit dem digitalen Mesh Spaß. Da haben wir die V100, die ist jetzt hier digital, das U-Boot ist digital und hier geistert irgendwo noch eine 70er rum, die ist mittlerweile auch schon digital. Das gute Stück. Die habe ich schon sehr, sehr lange. In Bierbach putzt fleißig, emsig an dem Tender rum, aber davon wird der Motor, kommt da auch nicht rein. Wir wollten ja eigentlich hier Landschaft kleben dieses Jahr und alles schön basteln. Das habe ich jetzt gelassen. Hier in dem Haus werden irgendwelche Arbeiten gemacht und ich weiß nicht, welchen Dreck das dann verursachen wird. Wir tasten uns mal so langsam vor dieses Jahr, bis wir den Fahrzeugpark so einigermaßen zusammen haben. Hier fangen wir dann an, Landschaft und alles zu bauen. Er hat jetzt den Tender geöffnet, den alten Motor abgetrennt und in dieser Verpackung liegt eine Bauanleitung auch da drin. Also eigentlich kann man es nicht verkehrt machen. Wir haben ja schon eine umgebaut und das ist jetzt sozusagen der zweite Versuch. In der Hoffnung, dass wir hier nichts kaputt machen. Ja. Aber selbst dann würde ich das gnadenlos zeigen. Das Tendergehäuse im Prinzip. Und jetzt müssen wir hier sägen. Da müssen diese komischen Drosseln hier müssen weg. Und dann brauchen wir die Schablone. Wie Weihnachten, ja, tada. Ein neues Gegengewicht und einmal ein Fahrwerk dazu. Und wieder die rote Farbe vergessen zu Hause. Wir wollten die Räder rot machen. Das ist mal ein Grund, um mal sich wieder hier hinzusetzen. Ja, dann müssen wir das Ding aber wieder offen machen. Ja, das so hätte man das gleich machen können. Ja, du bist ein Profi. Mhm. Ja. Und wenn es kaputt geht, da weißt du, da weiß ich doch. Wenn du sie spenden kannst. Ja, dann krieg ich es ganz neu. Ja, man muss jetzt nur wissen, wie man das macht. Ne? Stellen wir uns mal ganz dumm. Ja, wie gesagt, das ist der zweite Versuch. Wir haben da erstmal heimlich geübt. Ne? Diese Schablone, die hier oben da angezeichnet ist, die haben wir schon ausgeschnitten. Und ich habe extra für heute einen schwarzen Textmarker geholt, weil letztens hatten wir nur einen weißen. Und da sehen wir das dann alles richtig ordentlich und schön. Was müssen wir jetzt machen? Ja. So. Ja. Ach so. Da geht es wieder nicht weiter, weil der Zettel fehlt. Ja. Abheben zur Spreizen der Seitenwände. Das haben wir schon hingekriegt. Ja, soll ich dir den abnehmen kurz? Ausbau des Pico-Antriebsblocks durch Spreizen der drei Rastverbindungen. Eine von mittig, die anderen beiden hinten. Haben wir auch schon hingekriegt. So, jetzt machen wir die Radschleife ab, so wie das hier geschrieben steht. Entfernen der beiden rechtsseitigen Kontaktbleche. Ja, ist auch mal. Komm her, ja. Zack, nochmal ohne. Dieses. Entfernen der zwei Entstördrosseln. Das machen wir jetzt. Zack. Mhm. Der beiden rechtsseitigen Kontaktbleche des Pico-Motorblocks aufbohren. Der Hohlnieten von unten. Drahtverbindung muss bleibt erhalten. Hä? Die zwei Motoranschlüsse müssen weg. Einmal hier und einmal diesen.
dieses Kabel hier soll erhalten bleiben. Tack, Nummer 1. Nummer 2. Da kommt der Strom von 400. Von dem Kontaktblech, das soll erhalten bleiben, haben sie gesagt. Jetzt geht es hier weiter. Umbiegen der beiden verbleibenden Lötlaschen für die Entstördrassel nach innen. Hä? Du hast was nach innen gebogen letztens. Ach, hier, die hier. Einmal der hier. Zut. Zupf. Und wo ist der andere? Ach, hier. Der ist da. Okay. Entsprechend der oben Schablone den Tenderraum ausarbeiten. Jetzt geht's los, ja. Da haben wir die Schablone, die Schabalone. Ich könnte dich nicht lachen. Wir waren gerade noch stolz drauf, dass man die gefunden hat. Ich schneide das jetzt nicht aus, das muss hier sein irgendwo. Das ist eine Werkstatt. So kann man, pardon, hier so nicht. So kann ich hier nicht arbeiten. So kann man hier nicht arbeiten, ne? Da ist es. Guck an. Ja, den Phasenprüfer und dann fährst du drunter. Das ist der Steilsch an, ja. Denn das ist an der. Ja, das ist ein Techniker. Wozu lade ich mir diese Gäste eigentlich? So, warte mal. So, ja. Zack. Hä? Bist du dir sicher? Da. Okay. Da, jetzt vorne. Ja. Hier ist aber auch eine Entstörtrassel dran. Brauchen wir die für den Digitalbetrieb oder müssen wir die auch anlegen? Lass das einfach so, wie es ist. Von oben aufbohren, Durchmesser 1 gemacht. Im Drehpunkt der Lok-Tender-Kupplung. Siehst du? Also die Lok-Tender-Kupplung müssen wir aufbohren. Hier, das Ding. Und das ist dort, wo das Loch ist. Mhm. Also muss das hier so hin. Und ja. Der ganze andere Quatsch muss weg. Muss weg, ne? Ja, letztens mit der Benzin. Mit drei Trennschleifer. Das ist halt ein bisschen zu groß. Ne? Und haben wir gesagt, dass wir heute also mit einem kleineren Gerät. Außerdem, der hat die Abgase hier. Ne? Der kleine Keller. Wo ist denn du hier? Ja, muss man sich doch mal. Also, wir haben das schon mal erfolgreich geschafft. Ja, die kleine, der Rollwagen dort, der hat bereits einen neuen Motor drin. Also wie gesagt, wenn jemand Sammler ist mit den Lokomotiven, dann ist das nicht. Ja, er müsste die wirklich kaputt machen. Aber ist? Nee, in Finger gesägt. Hier, das muss noch weg. Das Stück hier. Mhm. Hier passt es. Die schwere Maschine muss ich halten. Da kann ich das nie alles filmen. Also, ist ein Haufen Verantwortung auch noch, sag ich mal. Das ist hier Lok-Tender-Kupplung. Da wird das angeschlossen. Dann greift das hier, greift das auf das vordere und das hintere Rätsel. So, und hier sind die elektrischen Anschlüsse dann für den Motor. Normalerweise würde man das jetzt hier und hier auflöten, die beiden Anschlüsse. Aber hier muss jetzt noch der Chip dazwischen. Irgendwie. Aber jetzt kommt natürlich die Aufgabe, wo verstecken wir diesen verdammten Chip? Nie gefilmt. Wir werden jetzt wahrscheinlich das so machen. Gut, wir legen den da oben drauf. Also machen das vielleicht mit Klebeband, oder? Wir müssen irgendwie. Ja, da besage ich das Klebeband. Ja, und dann so, hier? Dann passen hier die Kabel durch. Ja. No. Auf diese Wahnsinnsarbeit hat sich Ben Heu jetzt eine Rhabarberlimo verdient. Wie großzügig, Rhabarberlimo. Oder eine Quitte.
Jetzt wird es auch nochmal interessant, das mache ich eigentlich auch gerne, einen Chip einbauen. Wir werden jetzt die Kabel verlöten. Schwarz nach links, rot nach rechts, Motorsteuerung, dann orange und grau. Und dann zum Schluss auf dem Logbuchhammer und dann werden wir mal sehen, was wir hier machen werden. Hoch die Hände, Wochenende. Schwarz ist... Ist das rot hier? Schwarz ist auf der linken Seite und rot rechts. Na? Da kann ich jeder. Und jetzt das Schwarze hier. Das Schwarze rechts. Auf der anderen Seite, ne? Blau ist immer Plus und dann hast du eben Weiß und Gelb und das sind doch nicht ganz. Ich wieder so kurz hier, ja. Na klar, logisch, na klar. Wir müssen das eben auf alle Fälle so machen, dass das niemals in Versuchung kommt, dort den Antrieb zu bremsen irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ne? Die Schere ins Lötfett. Ich fasse das irgendwann mal an hier und denke mir, hey, da hast du Fett schon das, Föten. Das ist ne? Wie als hätten wir Bräuler gegessen. Der Bier ist ja eigentlich auch so eine Art Lötkolben, ne? Wenn man es genau nimmt. Hören Sie es riechen. Ach so, da müsste ja die Motor, es wäre orange und grau. Oder? Das ist grau, ja. Und dann orange. Ne, das ist egal, anscheinend hier. Und dann hat man hier unten auch gebastelt. Ich habe dann ganz leise hier hingelegt. Die werde ich später dann wieder zusammenräumen. Das Schöne an diesem Artleis ist halt, dass man keine Herzstückpolarisierung machen muss. Also man kann das einfach im Digitalen einfach anschließen, zwei Kabel dran, Strom dran und losfahren. Ich wollte eigentlich keine Modellbahn mehr, aber... Es war beim Wollen geblieben. Zu spät. Ich sage mal so, die Modellbahn hat ja einen Vorteil. Das ist ja auch, diese Bastelei ist beruhigend. Und man hat immer so ein gutes, schönes Gefühl, ne? Das Stück Erfolgserlebnis. Das ist natürlich wieder ein spezieller Fall. Und wenn das funktionieren sollte, dann freut man sich umso mehr. Da gibt es ein Video, wie jemand diesen Rollwagen umgebaut hat mit Sound und auch ein anderes Fahrwerk von drin. Ich werde das unten mit verlinken. Rein theoretisch müsste der Tender sogar digital jetzt fahren. Na, stell drauf. Oh Gott. Sollen wir das wirklich machen? Warte. Lok 3. Stimmt da irgendwas mit der Stromaufnahme nicht? Ich habe keine Vorstufe drin. Haben wir irgendeinen Fehler gemacht? Ich habe alles so gemacht, wie du mir es gesagt hast. Da. Stopp. Hat es schon getrennt? Nee, hat man nicht getrennt. Um das digital zu machen, müssen wir aber den Motoreingang wirklich trennen. Wir müssen den isolieren. Da ein bisschen vorsichtig machen hier. Ne? So. Das muss ab. Wir müssen vorsichtig machen. Naja, wir. Na, ich komme da auch gespannt zu. Ja. Mensch, verdammt nochmal. Elektrisch getrennt, hier elektrisch getrennt. Test, hä? So, das gerasselt so. Den alten Pinsel mit die Drähte da drauf, sozusagen. Ist das grün? Ja. Lok Nummer 3. Jetzt hat man einen totalen Denkfehler. Das ist wie doppelte Stromabnahme. Wir müssen jetzt hier oben den Kontakt an den Motor abzwicken. Von unten diesen Kontakt hoch auf rot und schwarz. Und dann unten das Orange direkt an den Motor anlöten. Haben wir jetzt gemacht. No. Ja. Und da sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Genau, und jetzt müsstest du aber normalerweise, wenn du das da rein tust, das Rot und das Schwarz noch auf diese Schiene, auf diese lange Schiene muss da drauf gelötet werden. Genau, da einer hin und der andere dahin. Und dann aber eben nicht mehr direkt, weil sonst wird es nicht mehr direkt, noch genau. Dafür hast du ja grau und orange. So, das hier und das hier hin. Genau. Richtig? Na, so muss das sein. Dann kriegt man Strom in den Chip. Und vom Chip direkt in den Motor. Bisschen Fett. Lötfett. Ich kaufe mir ja Lötfett, Kolophonium nur. Und da mal wirklich den Lötkolben ordentlich einstauchen. Man kann das umrühren. Man kann so lange den Lötkolben drin lassen, bis alles flüssig ist. Jetzt ein Test. Stell drauf, komm. Mehr als. Schief gehen kann es nicht. Mit dem Prellbock überfahren? Nee. Ja, hier ist, also das hat was mit der Stromaufnahme zu tun. Nach anfänglichen Startproblemen haben wir das jetzt hinbekommen. Ne? Das ist eine Wahnsinnslok, die besteht aus Motor und Kabel. Und ein rotes Chassis. So, ja.
Naja, ich muss mal so sagen, der Motor ist nicht kaputt, aber hier fehlt ein bisschen Gewicht. Also hier fehlt Gewicht. Ja. Und wenn die Kontakte noch ein bisschen sauber gemacht haben zur Stromaufnahme, also Ben Heu macht das, ich mach das nicht. Muss Schwert drauf legen, sonst krieg ich Mecker. Aber mit viel Liebe und das ist das Erfolgserlebnis, das was man so gern haben möchte. Ne? So, hier auch rückwärts. Schwestermotor. Weil diese Lampe sowieso so dunkel ist. An der Lok, vielleicht probiere ich das an der anderen noch mal anders, irgendwie. Lassen wir das Dauerlicht und hinten will ich das versuchen, aber zum Schalten zu machen, ein- ausschalten. Und hier unten drunter ist dieses Lichtleiter, dieser Lichtleiterbaustein. Und vielleicht kriegt man hier schräg oder irgendwie davor diese Glühlampe gesetzt. So wäre ja eigentlich nicht leicht, aber ich habe sowas nicht da. Vielleicht sollte man sich das bestellen mal irgendwann. Wir werden diese Lampe hier vorne drin lassen, bauen diese Lok wieder zusammen, tun die Kabel ein bisschen verstecken, dort nicht anlöten. Ich werde im Lokprogrammer nur kurz die Fahreigenschaften einstellen und diese ganzen Schaltfunktionen, das machen wir später. Aber wir können zumindest erstmal mit einem Rollwagen rumfahren. Ja, eine Heizung wieder ankleben. Wir machen erstmal da ein bisschen Kultur hier und dann sehen wir uns wieder. Das hat sich gelohnt. Das war am Anfang, also es war stellenweise etwas schwierig. Wir haben eine Pico-Lokomotive digitalisiert mit einem neuen Motor. Schön. Und ich werde das oben noch umprogrammieren auf 38. Und dann vielleicht auch von den Fahreigenschaften das ändern. Ich mag diese Kurve. Mag ich nicht so sehr, ich mag das lieber linear haben. Wir sollten die vielleicht auch noch mal rückwärts sausen lassen, aber da haben wir natürlich keine Kupplung dran. Ne? Ich habe ja heute irgendwie so immer klug hier daneben gestanden. Wir haben viel erledigt, viel gemacht, wunderschönen Tag gehabt. Wir machen jetzt dann langsam Feierabend. Wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Film um nichts.